Und jetzt kommt Il Maestro, der Nächste, der hier ebenfalls schon siegreich war, vor 5 Jahren. 2018, im Übrigen holte er sich hier den Sieg. Jetzt die Wiederholung mit Star Gold. Die Zeit von Daniel Deuser war 45,73 Sekunden. Er weiß, wo die Momente sind, wo er jetzt noch Zeit gut machen kann und wo er... Und das Ganze ist in einem Fluss und in einem Rhythmus, wie wir das kennen, von einem Markus Ehning. Das Ganze ist an Perfektion schier nicht zu überbieten. In Einklang mit seinem Hengst ist das Ganze erfiedelt dadurch, wie damals ein Immer Stengmark beim Skifahren. Und Markus Ehning, meine Damen und Herren, lässt keinen Zweifel daran, dass er Il Maestro ist. Keiner kann es so wie er. Keiner beherrscht diesen Sport so wie er. Und er hat zum Star Gold, meine Damen und Herren, zu einem Star gemacht. Wie viele waren es, meine Damen und Herren, die gesagt haben, kann das dieser Hengst, diese Ausmaße springen? Er hat es bei den letzten Weltreiterspielen unter Beweis gestellt, dass er es kann. Er ist es in der Lage, eben seine Pferde so zu motivieren und denen zu sagen, du kannst. Und mit ihm gemeinsam gewinnt er nach 2018, nachdem Markus Ehning schon hier einmal sich von dem größten Publikum in der Pferdewelt sich hat feiern lassen können, lässt er sich jetzt hier feiern. Und ich glaube, dieser Triumph ist für ihn mindestens noch mal genauso großartig, weil er hat an diesen Hengst immer geglaubt und gedacht. Er hat bei den letzten Championaten eben auch gesagt, Otto, nimm ich mit, wir können das. Und dass er das kann und wie er das kann und wie er das kann, das zeigt er hier in diesem Moment. Seine großartige Gattin im Übrigen fiebert mit und jubelt mit und freut sich mit. Jetzt, meine Damen und Herren, gilt es ganz, ganz viel Freude natürlich einfach noch aufzunehmen, jetzt hier bei der Siegerehrung. Und ich, meine Damen und Herren, möchte Ihnen noch einmal ganz kurz sagen, dass es gleich zu einem, schon fast auch ein bisschen zu einem historischen Moment kommen wird.